Schluss spielen wir jetzt noch was Skurriles, das mich wirklich schon lange interessiert, das ich mir aber extra aufgehoben habe als potenzielles 24-Stunden-Stream-Spiel. Nämlich PictoQuest. Ich mag nämlich diese Piktogramm-Spiele echt ganz gerne. Wo man durch so Zahlenkombinationen quasi... Ramsi! Yay! Du bist noch gekommen! Cool, hallo und vielen Dank! Bonusmünzen. wo man quasi für... wo man über so Zahlenreihen im Grunde die Farben bestimmen muss. Die Felder, die ausgefüllt werden und die, die nicht ausgefüllt werden. Mal schauen, ob ich dazu noch in der Lage bin. Auf jeden Fall will dieses Spiel diese einfache Puzzlemechanik, diese Pictospiele, mit Rollenspielelementen verbinden. Und das würde mich wirklich interessieren. Ramsi, danke fürs wiederholte Abonnieren! genau. Deswegen schauen wir uns das jetzt mal an. Starten wir das Spiel. Ich bin gespannt, ob das irgendwie... was das irgendwie ist. Ich werde die Story, unter Anführungsstrichen, wahrscheinlich ist sie nicht der Rede wert, einfach ein bisschen überspringen. Was hast du auf dem Gameboy mit Pokémon? Auch mit Rollenspielelementen? Hat gedauert gestern mit der Arbeit. Ja, ja, mein Gott, das ist blöd manchmal. Das ist eh klar. Schade. Aber... Die ganzen Videos kommen ja noch. Und es sind ja noch genug Streams in nächster Zeit. Ist ja kein Thema. Ist noch genug zum Schauen. Haben die einen Unterschied? Ein junger Ritter? Nee, ich glaube, von der Fähigkeit her sind die genau gleich, oder? Ich nehme sie. Ist mir sympathischer. Okay, schauen wir einfach mal. Ein 5 auf 5 Piktogramm, das ist natürlich super easy. Ich glaube, das schaffe ich sogar in meinem Zustand. Und jetzt... Inwiefern ist das jetzt ein Rollenspiel? Na, schauen wir mal. Ich mache das jetzt einfach mal. Also. Von wegen, das ist leicht. Kriegst du denn überhaupt nicht auf die Reihe. Wo kann ich denn X platzieren? Ah ja, ich weiß schon. Okay. Das heißt, das muss so sein auf jeden Fall. Das wissen wir schon mal. Hier kann nix sein. Dann muss das so sein. Dann muss im Grunde hier eins sein, oder? Dann muss es hier sein. Das muss dann da sein und dann haben wir das. Okay, gut. Und jetzt haben wir Gold verdient. Ich bin gespannt, was das jetzt bedeutet. Eine Münze! Sogar animiert. Schön. 6 Münzen verdient. Na gut, ich mache jetzt einfach mal weiter damit, oder? Ich erkläre vielleicht jetzt mal in der nächsten Mission, wie die Regeln sind, damit ihr seht, also falls ihr das nicht kennt. Jetzt, wenn wir zum Beispiel hier von oben nach unten die Reihe anschauen, da steht eine 4, dann heißt das, dass 4 Felder von diesen 5 hier ausgefüllt sein müssen. Und das heißt logischerweise, dass die 3 schon mal ausgefüllt sein müssen. Weil entweder hier 4 in einer Reihe oder von unten 4 in einer Reihe. Es geht nicht anders. Das können wir in den anderen beiden Reihen auch machen. Bei 3 Feldern, die ausgefüllt sein müssen, also bei 3 Feldern von oben nach unten, muss immer das Feld hier ausgefüllt sein. Und hier genauso. Außerdem sehen wir hier von links nach rechts, dass hier alle 5 Felder ausgefüllt werden müssen. Also können wir das auch schon mal sicher ausfüllen. Und hier ist es 2-2. Zwischen verschiedenen Zahlen muss immer 1 frei sein. Das heißt, wir können hier ein X setzen und wissen, dass hier 2-2 so aussehen muss. Somit muss die 4 so aussehen. Das passt auch mit der 1 unten und die Mission ist geschafft. Ich hoffe, das hat man einigermaßen verstanden. Herz. Teleporter. Irgendein Dorf. Achso. Warte mal. Nicht hier. Achso, das ist jetzt. Ich verstehe. Ein Teleporter. Ah, jetzt kämpfen wir zum ersten Mal gegen ein Monster. Aha, jetzt habe ich sowas wie eine Zeitbeschränkung, weil sich die Attackeleiste von dem Monster füllt und mich attackiert. Aber wie ziehe ich jetzt dem Monster Energie ab? Indem ich rein fertig mache, anscheinend. Okay. Ich verstehe.
Das war leicht. Da ich solche Spiele echt gerne mag, könnte das echt interessant für mich sein, irgendwie. Das sieht ganz nett aus bis jetzt. Ich bin gespannt, was ich mit den Münzen und den verdienten Sachen machen kann. Aber jetzt machen wir mal weiter, weil bis jetzt sieht das doch ganz cool aus. Ein Juwel. Also wir sammeln Gold, aber kann ich das auch für irgendwas benutzen? Wer weiß. Cooles Konzept, ja, ich finde auch. Das hat echt, ist das jetzt schon, es hat Potenzial. Bin eben gespannt, was da noch kommt. Verspieltes kleines Mädchen. Ich möchte auch später auf ein Abenteuer gehen. Ich trainiere heimlich. Wir haben 5 Minuten, bevor meine Eltern zurückkommen. Lass uns, ich verstehe, lass uns um die Wette rennen, um zu sehen, wer ein Rennen am schnellsten beendet. Lösen Sie die Herausforderung dieses Gitters. Herz. Akzeptieren, bevor die Zeit abläuft. Machen wir. Ich glaube, das kriege ich hin. Wow, ihr seid noch schneller als ich. Du hast... Da du gewonnen hast, gibt es eine Belohnung. Hier hast du 10 Gold. Na dann. Warte, ich kill schnell die Monster und dann... zähle ich die Spiele auf. Au! Hat mich gehauen. Also... angefangen haben wir mit Animal Crossing. Animal Crossing, das neue Animal Crossing. Wie heißt es? New Horizon. Dann ging es weiter mit der Resident Evil 3 Demo. Genau, The Witcher Thronebreaker. Das ist wirklich cool. Das hat mir auch gut gefallen. The Witcher Thronebreaker. Dann nochmal Animal Crossing. Dann dieses Tauchspiel. Jetzt das hier. Was hatten wir denn noch? Wir hatten noch ein bisschen was. Ah ja, Outer Wilds natürlich noch. Auch ziemlich lange sogar. Das war auch ganz cool. Und sonst, was hatten wir noch? Ich weiß es nicht mehr. Ah ja, genau, Doom 64, stimmt. Warte mal kurz, hier ist eh noch die Reihenfolge. Ah ja, genau. Und natürlich als Roboterspiel, als Giant-Roboterspiel, hatten wir Mech's Termination Force, so ein Probotector-artiges Spiel, das nur aus Bosskämpfen besteht. Hamsterdam, habe ich auch kurz gezeigt, weil es ein witziges, bescheuertes Rhythmusspiel ist, aber irgendwie echt witzig. Und Squidlet. Ah ja, genau. Und Sturden, den... zufällig generierten Roguelike-Schwupp-Shooter hatten wir auch noch. Ich glaube, das waren aber dann alle. Genau. Ah, Shop. Jetzt bin ich dann gespannt, was wir im Shop kaufen können. Aber du kannst dir den Stream ja jetzt... Oh nein, ich hab mich vertan. Du kannst dir den Stream jetzt dann die nächsten Tage immerhin... noch auf Twitch direkt live nachholen. Und dann kommt ja auch nach und nach alles auf YouTube. Ich meine, es ist natürlich nicht live, aber fast.
Lebenstränke. Etwas, um die schlimmsten Kreaturen zu beruhigen. Sie werden für einen Moment eingefroren. Entschuldigung, aber Sie haben nicht genug Geld. Ach so, ich will ja nur wissen, was das ist. Wenn ich nicht genug Geld hat, sagt es mir gar nicht. Aber anscheinend wirklich so Buffs und Debuffs, die mir helfen. Ich dachte, ich hab das schon gemacht, aber manchmal funktioniert's nicht. Wartet mal. Doch, eigentlich ist es schon. Entweder habe ich falsch gemacht, aber eigentlich ist es schon, ist die Werbung schon blockiert. Aber ich sehe sie auch noch. Sollte eigentlich nicht sein. Das stimmt, für viele, viele Mittagspausen. Ich hoffe, dass die ein bisschen größer werden mal. Das ist fast ein bisschen wenig hier. 5 auf 5 Rätsel sind nicht so... Aber die werden bestimmt größer. Oh, jetzt kommt gleich der erste Boss. Schauen wir mal. Habe ich einen Fehler gemacht? Nee, oder? Eigentlich nicht. Vielleicht habe ich mich verklickt. Ist ja egal. Glitzer! Aha. Ich überspringe den Text einfach. Löse Mond, bevor die Zeit abgelaufen ist. Ah, ich glaube, ich darf nicht. Ich bleibe manchmal, glaube ich, zu lange auf der Taste. Das ist das Problem. Da muss ich aufpassen. Aber hat der noch funktioniert? Okay, Bosszeit. Dialoge überspringen. Ja, wirklich, ich darf nicht zu schnell. Ich verstehe schon. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Ach so, doch, ich bin doof. Ich meine, ich habe Herzen verloren. Ein Pferd! Okay. Ich glaube, mit weniger Pixel kann man ein Pferd wirklich nicht machen. Aber ja, man erkennt's. Ich würde sogar sagen, es sieht vielleicht... Passt ungefähr so gut aus wie mein Pixel Land Squid in Animal Crossing. Zehn auf 10. Oh, jetzt wird's spannend. Okay. Jetzt nicht stressen lassen. Ach, das ist auch ein Schatzkistenpuzzle. Ich glaube, bei den Schatzkistenpuzzle kann man sich sowieso immer so viel Zeit lassen, wie man will. Das ist so ein bisschen zum Warmwerden oder so. Eins, zack, eins, zwei, drei, vier, fünf. Quatsch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Drei, drei, vier. Zack, aha, genau. Zack, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, genau.
auch schon dicht machen. Ja, auch. Da, hier. Ah. Ein Apfel. Ein wunderschöner, köstlicher Apfel. Wie viel ist die höchste Zuschauerzahl gewesen? Sind zwischenzeitlich ziemlich viel. Das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Das schaue ich aber eigentlich auch nie drauf, deswegen weiß ich es nicht. 30? Cool. 37 habe ich mal gesehen, schreibt Metatron. Cool. Geschrieben haben nicht viele. Nee, das stimmt. Aber ich bin auch zum Beispiel immer so ein Lurker. Ich schaue öfter mal irgendwie Streams von Cluedo oder so, aber schreibe ganz selten nur eigentlich. So, genau, die Mütze macht's. Okay. Wendige Ebenen. Wendige Winde. Oh, 10. Das sind immer gute Einstiegspunkte. Aber das ist eh schon wieder ein Schatzkistenrätsel. Da muss ich mich eh nicht stressen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier. Warum ist jetzt, warum wird denn hier ein halbes Herz angezeigt? Jetzt ist es weg. Komisch. Stehe ich nicht. Jetzt wird hier Feuer angezeigt. Stehe ich nicht. Vielleicht kann ich da, wenn ich irgendwie die schnell löse, irgendwas kriegen. Oder so. Wer weiß. Wer weiß. Ich nicht. Ah ja, tatsächlich. Jetzt habe ich irgend so ein Feuerdingens bekommen. Okay, cool. Achso, ja. Ich verstehe. Ich hätte bestimmt ein halbes Herz geheilt. Genau, genau, wenn ich das in der Zeit geschafft hätte. Gestern musste ich mega lachen. Ein Arbeiter von der Bahn sagte, cool, ich habe gestern noch vierlagiges Klopapier bekommen. Daraufhin sagte der Chef von der Bahnbaugruppe, ach, ich bleib bei Zeitungspapier, das ist achtlagig. So, weiter geht's. Wie benutze ich denn jetzt Items, wenn ich das will? Ah ja, hier. Verbreite zwei glühende Wände und zeige vorübergehend die zu markierenden Quadrate. Ach so ist das. Ah, so ein bisschen cheaten quasi in einer Reihe. Ich verstehe. Ja, warum nicht? Ist doch nett. Ist doch cool eigentlich, sowas. Ah, nee, das könnte alles sein hier. Mist.
gut geraten. Du hast eine 50-50 Chance. Ich habe gedacht, für das Item riskiere ich's. Ja. Eine Kerze. Ein Teleporter. Ah, die da oben auch. Hey. Was? Ach, shit. Plant. Na gut, das ist cool. Aber ich glaube, die letzten 20 Minuten können wir noch was anderes spielen. Ich wollte mir das mal anschauen und ich denke mir, das ist sowas... Das ist nett. Das ist cool. Werde ich bestimmt öfter mal spielen. Aber jetzt zeigen wir vielleicht nochmal auf irgendwas anderes um. Könnten wir uns denn noch anschauen? 20 Minuten. Irgendwas, was vielleicht nicht... kompliziert ist, wie lange dauert, schnell mal reinschnuppert. Ich weiß nicht, was Goblin Sword ist. Schauen wir uns einfach mal Goblin Sword an. Ich habe vorher eh vergessen, den Spieltitel zu ändern, dann mache ich jetzt schnell.